So, hallo, dann begrüße ich euch zu einer neuen Runde. So, Iudicium Tribunalis. Ja, fast. Iudicium Tribunalis. Ich mach kurz mal selber die Vorstellung, weil wir schon eine Weile in der Lobby sind, dass uns das Spiel nicht rausschmeißt. Mit dabei ist der Counter, der Dani, der Meister Xehanort, beziehungsweise Freakworld auch mal gewesen. Der Ricardo, der Nico, Rasierer LP und Robchuh ist mit dabei. Die anderen, die letztes Mal dabei waren, haben jetzt aktuell gerade keine Zeit. Deswegen ist einfach die Besetzung ein bisschen anders. Ne? Das wechselt immer so ein bisschen durch. Und wir gucken einfach mal, was passiert. Wir sind auf der Polus-Map diesmal und schauen einfach mal. Es ist jetzt für uns die erste Runde, also es ist jetzt mehr noch eine Testrunde für uns. Wir gucken einfach, wie es läuft. Ach shit, jetzt läuft die Aufnahme schon. Was ich noch fragen wollte, hört man meinen Satisfyer Pro im Hintergrund? Ja. Nee, Mann. Also ich höre keine Störgeräusche bei euch. Dann starten wir die Runde. Den Scheiß nur einmal mit, sag ich dir gleich. Okay. Ich frag kurz mal, ist jeder bereit? Ja. Ja, na klar. Hört mal. Jo. Nein. Perfekt, dann mute ich mich und wir starten. Hast du schon gesagt, dass wir eine neue Map spielen? Hab ich gesagt. Gesagt. Ja, stumm muten, danke für den Hinweis. So, ich mute mich doch nicht. Stumm. Bin einfach still. Und wir gucken, was passiert. Same. Ist jetzt, wie gesagt, wirklich die... Oh, no. Oh mein Gott, nein. Ach, neue Map und ich kenne mich doch überhaupt nicht aus. Okay. Hilfe. Ja gut, aber dann laufen wir mal los, ne? Dann laufen wir wohl mal los. Aha. Ach, das hier sind die Stellen, wo man... Ja, das sind die Stellen, wo man dann den Reaktor machen kann, wenn ich... Was? Das wäre... Genau, das wäre jetzt so ein Fall mit dem Reaktor. Willst du, dass ich... Will er den da jetzt... Will er... Was will er da? Ich war mir nicht sicher. Ich glaube, das war eine schlechte Idee. Aber egal. Huch! Da geht's wieder los. Ja. Wow. Das ging schnell. Was ist denn jetzt passiert? Wieso nicht Conan zuerst? Das verstehe ich nicht. Habe ich auch nie verstanden. Weil er stimmt. Der war, also, ah, okay, alles klar. Das war jetzt neben... Wer ist neben Storage? Oh, okay, Rasierer hat sich gleich verabschiedet. Der war im Storage. Am Eingang vom Storage, ja. Ich bin ja, wir waren ja da gerade alle irgendwie in der Nähe oder viele von uns und dann bin ich hoch nach links oben zu dem Dingens da, was sabotiert war. Ja. Ich war da alleine und bin dann zurückgekommen und dann lag da Rasierer. Und ich hatte gesehen, dass die anderen nach oben rechts gegangen waren zu dem anderen Ding. Aber Conan war noch in der Nähe, wo ich Rasierer... Ich war komplett überfordert, ich laufe los und direkt geht ein Alarm hin. Dann wollte ich erst zu dem rechts hoch, da ist dann, glaube ich, Dani schon hingelaufen. Warst du das, Dani? Ja. Ja, und dann ja, habe ich gesehen, ja, dass du das drückst und dann bin ich wieder zurückgelaufen. Also ich war im Storage, bin rausgegangen und bin dann hoch bei dem Alarm da hochgegangen. Ich habe auch nur dich gesehen, Conan. Ja. Kurze Frage, ich habe am Anfang nicht aufgepasst. Die drei, die abgestimmt haben, für wen habt ihr abgestimmt? Ich hab Conan gewählt. What? Ich hab Rasierer gewotet. Ja, weil Rasierer auch gewotet werden. Also ich will nur kurz anmerken, ja, ich hatte Rasierer ganz am Anfang einmal mit Lux an irgendeinem Terminal gesehen und dann war ich aber nach unten gegangen und habe den ganzen Rest der Runde keinen mehr gesehen. Ja. Ja, fucking shit, Alter. Ich hab literally nichts gemacht. Es geht los und der Alarm kommt und dann kommt schon der Report. Ich bin runtergegangen, hab diese scheiß nervige Aufgabe mit den Lichtern gemacht. Das ist so nervig am iPad. Ja, dann kam nicht der Report, sondern der Alarm. Dann bin ich hochgegangen. Wie hast du es geschafft, überhaupt zu einer Aufgabe zu kommen? Es war doch eine Sache von 10 Sekunden oder so. Ich hatte im Storage eine Aufgabe. Ich habe auch schon eine Aufgabe gelöst. Darf ich ganz kurz eine Spekulation äußern? Ich glaube, ja. Conan würde nicht behaupten, dass er völlig überfordert war mit allem, weil das so schnell ging, wenn er nicht Besatzung wäre. Ich glaube auch Conan. Ich glaube auch Conan, weil wo ich in die Nähe vom Buddy gekommen bin, kam Conan auch gerade so von oben rechts. Also wenn es Conan gewesen wäre, dann hätte er killen müssen, dann wieder nach oben rechts gehen und dann wieder zurückkommen. Das wäre etwas sehr strange.
Stimmt, aber es war unmöglich, dass das so schnell ging. Ich denke, wir wissen einfach nichts, weil das kann auch, wir sind ja alle hoch zu diesem Call, das könnte halt jeder auch noch von unten irgendwie gekommen sein, den Buddy gekillt und schnell wieder runter. Du könntest auch self-reporten. Du könntest ich habe einfach fürs Gebab. Kann halt Conny tötet sein. Doch immer so schnell. Es ist immer das Conny. Scheiße, du hast recht. Ich glaube, es ist nicht Conny. Also ich mache jedenfalls Skip. Ich habe keine Ahnung. Macht, was ihr wollt. Also ich habe auch Skip ausgestimmt. Alter Schwede, was? Glück gehabt. Ich hatte mich so auf eine... Nächste Runde kriegen wir dich. So, ich bin gemutet. Achso, ich dachte, das ist jetzt Todesanimation hier mit ich Lava bin gemutet. Und so. Was ja, genau, zur da, also Hölle? Die Leute werden da quasi reingedroppt, anstatt dass sie aus der Luftschleuse rausfliegen. Verstehe. Mann, ich hatte mich so auf eine Diskussion mit Rasierer schon gefreut. Ganz toll. Was? Das war ja gerade richtig wild. Das war ja gerade richtig wild. Für mich ist... Also ich war ja... Ich meine, ich bin zwar Imposter, ne? Das ist das Lustige. Aber ich habe ja keine Ahnung, was hier los... Wo ist denn Com? Hier ist Com. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Hä? Wie macht man das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nur das Blöde ist, ich kann jetzt nicht mal beantworten, wenn ich irgendwelche Tasks habe, weil ich gar nicht weiß, wo die so sind. Na, ich sehe zwar, hier ist der, aber ich weiß nicht, was das ist. Ich könnte nicht mal sagen, was für einen Task ich gemacht habe. Das ist super ungünstig. Oh, jetzt... Ach, hier ist auch so ein Ding. Hä? Hä? Geht das wieder auf? Ach, Use muss ich drücken. Ah, die macht man so aus. Oh mein Gott. Ich kenne mich überhaupt nicht aus hier. Ach, man muss hier die Türen aufmachen. Oha. Hat er den gerade einfach gekillt? Hat er den gerade einfach gekillt? Ich reporte. Ja. Yo. Ah, Self-Report? Nee. Ja. Ja, ich mir schon klar, dass ihr mich hier in Verdacht habt, aber ich hab den nicht. Nee, getötet. Du warst aber. Hat aber auch zu lange gedauert für dich. Nico ist tot, ihr Wichser, wer war das? Passt auf. Gott, ich muss die Karte aufmachen. Ich war gerade festgesteckt in diesem Schlauch zwischen. Was ist da? Unten ist der O2 und oben ist Security. Ich habe nicht gecheckt, dass man die Türen wieder aufklicken muss. Ich war in diesem Gang und es ging irgendwie die ganze Zeit nicht auf. Dann habe ich gecheckt, man muss da auf Use drücken unten und dann kann man das irgendwie so aufmachen. Das ist auch nice to know auf jeden Fall, ja. Ja, also die Türen sind hier irgendwie teilweise einfach zu. Ich dachte, das ist so wieder so ein Imposter-Ding und der kann die dann selber aufmachen und zumachen. Und es ist einfach nichts aufgegangen und dann stand ich an dieser Tür und habe dann irgendwann unten gesehen, ach, da ist ein Use-Knopf. Musste ich da so ein Spiel machen, dass man da also die Schalter drückt und dann geht die Tür auf. Genau. Dann kam dieser Alarm und ich wollte dann hochlaufen zu diesem Ding, da kam aber dann schon Nico, glaube ich, kam runter. Ich glaube, der hat den links gedrückt. Dann bin ich da hochgelaufen, bin wieder zurückgelaufen und dann lag er tot dort. Ja, und dann habe ich halt reportet, weil ich Nico gesehen habe. Aber wie gesagt, da ich vorhin schon sass war, ist für mich das ungünstig. Okay. Also keine Ahnung. Du bist wirklich nicht sass jetzt. Aber ja genau, sag mal nochmal wo. Wenn man... wenn ihr diesen Bereich von der Northwest-Kamera anschaut, dann lag er genau unten rechts. Okay. Also ich bin praktisch da rausgegangen bei der Tür und wollte hoch zu diesem linken Löffel gehen. Da kam Nico mir schon entgegen, der hat wahrscheinlich eben dort gedrückt, weil der Alarm war wieder aus. Und als ich zurückgekommen bin, lag er dann aber tot genau dort. Ich glaube, ich habe Pfeil in die Richtung gesehen. Das glaubst du nicht. Weil also ich habe niemanden sonst gesehen, ich habe keine Ahnung. Admin und wollte gerade zu Specimen Room gehen. Ich war ganz woanders. Die Karte ist wirklich wahnsinnig groß, ne? Das ich kenne mich noch überhaupt nicht aus, das ist richtig wild. Ganz kurz nochmal, also ich würde Dani und mich für den Kill clearen, weil wir hatten das den rechten... Weil wir den Dings gemacht haben. Aber da war schon noch genügend Zeit zwischen eigentlich, oder? Nee, also nicht, wenn das stimmt, was Conan gesagt hat. Conan hat ja gerade erzählt, dass er Nico gesehen hat, als er das Ding ausgemacht hat und kurz nachdem der Emergency
kurz nachdem der Emergency weg war, hat er ihn da tot gefunden. Also ich, keine Ahnung, für mich. Würde ich jetzt nicht so clearen, weil, also ich weiß nicht, was Conan gemacht hat, ich möchte ihm da jetzt auch nichts unterstellen, aber seitdem, von dem Zeitpunkt, wo wir das wieder safe gemacht haben, da, das ist das nicht Reaktor, sondern das andere. Ja, Ding. Das stimmt natürlich, das sind 15 Sekunden sind vergangen. Ich war halt unten rechts und habe da einen Task gemacht und Conan, das ist ungefähr die Hälfte unten der Strecke, die Conan zurückgelegt haben muss. Ich glaube, es ist nicht Conan, weil nee, das ist Conan, das glaube ich auch nicht. Total viele für Conan gewählt, also wahrscheinlich auch die Imposter. Wollen wir jetzt eigentlich irgendwen wählen? Immer für Fight abgestimmt, weil die irgendwer in die Richtung hat sehen gehen sehen. Finde ich gut, let's go Fight, tut mir leid. Nee, können wir skippen? Hört dich mal. Nein, können wir nicht. Können wir nicht, weil es sind 6 Leute. Leute, wir haben, also, ja, wow. Wir pfeifen, ey. 2-1. Haben wir jetzt gemacht. Eigentlich? Wir haben keine Info. Okay, krass. Das Ding ist halt, sonst hätte es ein Double Kill gegeben, dann hätten wir verloren. Also von daher. Macht Sinn, ja. So. Sind ja 2 Imposter, oder? Ja. Jetzt haben sie einfach weit rausgewählt. 2 haben. Es ist so lustig. 2 haben weit gewählt. Wahrscheinlich. Ich denke mal, dass mein Kollege mit dabei war. Licht reparieren, okay. Ich tue mal Licht reparieren, damit ich mich nicht so sass verhalte. Da weiß ich zumindest, was ich tun kann. Wie auch immer man, wie kommt man da rein? Also er heißt übrigens Lux, aber es ist Ricardo. Wo kommt man da rein? Ach, hier kommt man da rein. Was? Nee, Conan, ich hab's von Anfang an gesagt. Holy fucking Scheiße. Aber ich hatte mit beiden Toten, mit den beiden ersten Toten hatte ich nichts zu tun. Wirklich nicht. Ich wollte mich schon aufregen. Ich wollte mich schon aufregen, Conan. Warum weißt du denn nicht, dass Lux das war, wenn du da gerade warst? Aber jetzt, das ist natürlich so. Ich hab dann gedacht, ich laufe zurück und reporte und ich bin eigentlich, kann mich ziemlich gut rausreden, habe ich mir gedacht. Damit ich. Scheiße. Okay, ich habe jetzt. Aber wie einfach Fight rausgevotet habe, was war das denn? 2 haben ihn gevotet, einer hat geskippt, die anderen haben nichts gemacht. Das war richtig ein Affekt. Das Ding ist halt, wir mussten jemanden voten. Ja, das waren nur 10 Sekunden. Tut mir leid. Ist richtig, ja, es ist richtig. Das ist richtig dumm. Aber jetzt hat halt nur ein Kill gefehlt. Also, ich wollte jetzt nicht voten. Ich weiß nicht, warum ich meine Tat tot noch machen soll, wenn ich von euch hier mehr ordentlich werde. Ich habe das halt für relativ unwahrscheinlich gehalten, dass der zweite Kill von Conan war und das war ja auch richtig, also. Ich hatte mit den ersten beiden nichts zu tun, ich war literally überfordert. Weißt du, Conan, jetzt hier in richtiger Zyni-Manier, so, dass du wirklich so blöd bist, habe ich dir echt nicht zugetraut. Ja, Tito. Warum ist hier waiting for host? Ach so. Ja, aber Counter, tut mir leid, also gerade wenn Conan Imposter ist, dann fühlt sich das nochmal schlimmer an. Aber wie gesagt, ich hatte ja wirklich mit den ersten zwei überhaupt nichts zu tun, also das hat alles, da hat Ricardo quasi Arbeit geleistet. Du hast überhaupt niemanden getötet, außer vielleicht aber am Ende, kann es sein. Gut geshit-talked auf jeden Fall, Ricardo. Ja, also falls... Ja, also ja Ricardo! Aber vor allem, ich hab mir auch gedacht, so die Aufnahme startet, erste neue Map, ich bin einfach Imposter, alles klar. Ja, perfekt. Ich weiß ja noch nicht, weil ich hätte dir mich jetzt gefragt, was hast du für Tasks gemacht? Was war da los? Ich hätte nichts gewusst. Scheiße. Ich weiß weder, wo die sind, noch was man machen muss. Kacke, das wäre natürlich eine Karte, die man jetzt erst recht hätte ausspielen können, wa? Ah, ich war so froh, dass ihr das sowas nicht gefragt habt. Oh mein Gott. Alter. Ja gut, aber... Wir müssen uns jetzt alle wirklich richtig schmutzig fühlen, dass wir gegen Conan verloren haben. Also ja, eigentlich habt ihr gegen Ricardo verloren, weil er hat die Arbeit gemacht, ganz ehrlich. Ja, ist schon wahr. Ja, tut mir leid, was ich da okay. Ja. Ja, das war echt... Der war echt ziemlich dächtig, ich habe ihn Luftschachten sehen. Alles mit Counter fand ich lustig. Ja, ich hab jetzt wieder da lang gelaufen, ist zack, 2 Votes. Ja, keine Ahnung, ich hab halt Dani vertraut und ich dachte, Conan ist es auch nicht. Und dann dachte ich so, ja, passt schon. Macht Sinn, ja. Ey, Dani? Ja. Wen soll ich gleich rausvoten? Conan, ja, lass du einfach. Ah, okay. Ja, lass einfach mich rausvoten in der nächsten Runde. Ich vote mich selbst. Damit du möglichst wenig reden kannst in der Aufnahme, finde ich gut. Nee, möglichst viel. Und ich rede da trotzdem in der Aufnahme, also das ändert da nichts. Ich oh ja, geht ihn sofort, okay. Wir müssen ihn sofort. Meine Zuschauer quatschen zu, keine Sorge, so ist nicht. Ja, ja. Er ist der neue Jan, der ist jetzt bestimmt 5-mal in Folge Imposter. Nee, ja. Rocco ist der und der arme Rasierer ist gleich zu Beginn draufgegangen. Konnte noch überhaupt nicht wirklich viel sagen. Jetzt hat er immer noch Haare im Gesicht. Ja, komm, ich mach die mal noch ein Tickchen lauter.
So. Was, in der Aufnahme? In der Aufnahme, ja. Also ich kann ja hier die Nutzer benutzen, die Benutzerlautstärke. Ich hoffe, das bringt, es funktioniert so. Wir werden sehen. Okay. So, ich starte die nächste Runde und wir gucken, was passiert. Ja, bitte. Oder wollt ihr irgendwas umstellen, auch an den Sachen? Ich meine, wir haben jetzt, eigentlich war die Runde noch zu kurz, um wirklich zu sagen, ob die Einstellung passt oder nicht. Mach einfach. Let's go. So, ich bin wieder mute. Das war eine wilde Runde. Bin ich bitte jetzt nicht nochmal Imposter? So. Ich möchte mich gerne mal umgucken können. Das wäre sehr schön. So, ich laufe auch gleich los. Ich laufe gleich los und mache hier einfach. Wo sind denn meine Tasks? Wo muss ich denn hin? Da unten muss ich schon. Wow. Da unten muss ich schon mal hin. Wo ist denn das? Das ist hier rein, ja? Okay, cool. Was haben wir? Ah ja. So ein Ding. Ah, okay. Oh, zwei Flaschen sind das. Okay. Also Kanister füllen. Alles klar. So. Komme ich da schnell durch oder muss ich dann die scheiß Tür wieder aufmachen? Nein, die Tür passt sogar. Oh, okay, es hat jemand gemacht. Ich glaube, ich habe hier auch noch... Ne, da unten... ich habe in O2... Hä, war ich nicht gerade in... Ach, das ist O2. Also ist beides O2 scheinbar. Okay, dann habe ich hier jetzt einen... Ach, dieser scheiß Download. Da steht es ja sogar, Daten-Download, stimmt. Da steht es ja sogar. Okay. Ah ja, und jetzt ist der nächste angegangen. Da unten war Rasierer. Er lebt also noch. Das ist ja... Ach nee, wie komme ich denn da rein? Ah, hier rum. Kann ich das einfach zumachen eigentlich? Dass ich meine Ruhe habe? Nee. Kann es dann nur der Imposter zumachen? Oder wieso ist die vorhin zu gewesen? Ich meine, ich war ja Imposter, aber... Weiß es gar nicht. Wait, wo ist denn jetzt? Ach, hier ist gar nichts. F. Komm. Hä, hier komme ich auch nicht. Licht reparieren. Oh, nee. Oh, das ist ja richtig finster hier. Ist da jemand drin? Nein, dann kann ich da in Ruhe. Oh, okay. Zack. 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 Kann ich da ja in Ruhe Licht reparieren, dann ist ja auch nichts passiert. Okay. Dann. Ja, hier Tasks, habe ich richtig gesehen. Oh. Oh, thanks to God, ich wollte gerade schon den Button drücken, weil ich auf Wireless gesehen habe, dass drei Leute. Was zur Hölle ist passiert? Holy shit, Alter. Wen habe ich denn jetzt gefunden? Also, Gott, wer war's denn jetzt? Du hast Lux gefunden, glaube ich, oder? Ich habe Lux, glaube ich, ja. Was? Tot? Ich habe einen Toten. Also, drei sind tot und ich habe einen gefunden. Also ich kann sagen, ich glaube, Nico hätte die Chance gehabt, mich zu töten, hat es aber nicht. Ja, bei mir gerade auch, ja. Ansonsten ich halte auch Fight für safe. Ich halte auch Fight für safe, weil erstens hat er am Anfang, ist er gleich mit zu dem Common Task hoch mit dem Schlüssel. Ja. Und ansonsten, okay, wenn Nico und Fight schon gegenseitig für safe halten, müssten Dani und Rasierer Imposter sein. Weil drei sind tot, es können nur noch zwei Leute Imposter sein. Warum nicht du? Was ist mit dir? Ja, ich bin's nicht, das kann ich ja für mich sagen. ja, das ist klar, das ist die anderen nicht, aber für mich kann ich das sagen. Ja. Allerdings können natürlich auch Nico und Veit sich gegenseitig stützen. Deswegen will ich damit gar nicht sagen, dass ihr das seid. War echt eine Wollt ihr vielleicht mal wissen, Runde wo die Leiche auch, liegt? Ja, bitte, los. In Laboratory. Im Laboratory. Da wo ganz ist oben. Laboratory und oben rechts. Das ist da ganz oben, genau. Und wo da? Das ist so dieser, ja, in dem zweiten Bereich von links, wenn du das in vier Teile aufteilen möchtest. Zweite Teil von links, ja, okay. Xean. Xean ist tot, scheiße. Alter, holy shit, Mann. Es sind drei Leute einfach tot und ich habe nur eine Leiche. Wo sind die anderen Leichen? Was ist passiert? Also bei mir ist Among Us total verbuggt. Bei mir sind Veit, Dani und Termit tot. Oh, was? Ich glaube, ich lebe noch. Bei mir also Veit und Dani sind quicklebendig. Ja, genau. Veit und Dani leben bei euch noch.
Ricardo ist tot und also Rob Termit ist tot, Lux. Also ich will jetzt nicht Bug Abusing hier betreiben, aber können dann, wenn das da bei dir Rasierer rumbackt, können da überhaupt Imposter tot sein? Weil die können doch an sich. Mir ja auch als tot angezeigt, Dani. Also ich will damit sagen, ich weiß es nicht, ne, aber. Also bei dir, Dani, und bei Veit sind keine Xe, bei Rot schon. Also ihr solltet ja an sich noch leben, aber ihr werdet mir als grau, als so grau hinterlegt. Quasi als tot. Boah, ich will diesen Bug jetzt eigentlich googeln und wissen, weil dann wäre irgendwie klar, dass Rasierer und Conan die Imposter sind. Also das Ding ist aber, wir haben jetzt noch zwei Imposter und sind fünf Leute. Wenn wir jetzt jemanden nicht haben, wenn wir jetzt nicht rausvoten, ist vorbei. Es ist so, also das ist ja richtig krass. Ich weiß nicht. Wie einfach drei Tote möglich sind. Ich habe keine Ahnung, was ich vote. Du vote immer Conan? Warum? Also wenn du mich votest, dann hast du dein Vote verschenkt. Aber gut. Weil ich der Meinung bin, dass ich vote, weil Veit für mich safe ist und Rasierer habe ich auch mal gesehen und er hat mich nicht gekillt, wo wir alleine zusammen waren. Deswegen. Gut, dann vote ich auch Conan. Ne? Keine Ahnung. Oh lol, Leute, ihr habt verloren. Witzig. Ja. Dann kann ich gleich ungemutet bleiben. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir müssen das mit einem Imposter. Ich glaube, 2 gegen 2 ist das Spiel automatisch für den Imposter ausgegangen. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich wollte Rasierer voten, gerade weil er noch von diesem Bug redet. Gut gespielt. Richtig gut. Gerade weil er noch von diesem Bug redet und er sieht andere als tot, er musste Imposter. Man kann ja rumlaufen. Jetzt ist ja ich hätte einen längeren Kill-Cooldown gesetzt, ganz ehrlich. Ja, dann können wir auch bei 2 Impostern bleiben, glaube ich. Also ich sehe das jetzt nicht als Niederlage. Da kommen das ist, weil wir 8 Leute sind. Mit 8 Leuten haben sie Imposter zu einem. Wie lange ist denn der Kill-Countdown? 30 Sekunden. Nico, respektabel, dass du Conan gewählt hast. Ja, ich hatte keine Ahnung. Ja, ist richtig so. Ist richtig so. Ist richtig so. Ist gut so. Ist gut. Gut, Kill-Countdown ist jetzt bei 40. Das ist das, was ich sehen will. 3 Leute, die in Frage kamen, ich habe genau den einen gewählt. Ja, aber die Aussage von Rasierer hat doch eigentlich ziemlich gut dahin gedeutet, dass er Imposter ist. Ja. Aber Rasierer ist bei dir das Leute Game jetzt echt sieht, so verbuggt, dann können es ja nicht die nicht sein. Das ist so verbuggt, ja. Ja, ist egal. Das heißt, also ihr wart wirklich für mich als quasi tot. Okay, das ist. Aber wenn das nur dir ein Anzeigefehler quasi ist, dann ist es ja nicht so schlimm. Ich dachte für eine Sekunde, du spielst jetzt. Oh, ich sehe gerade Spulkes und unsere Dings drin. Der Code ist in Among Us Organisation, du kannst gerne einfach mit dazukommen. Ja, nice. Ich glaube, Flo auch. Flo ist auch. Flo hat auch geschrieben. Ja, Flo, perfekt. Chat, ja. Komm einfach rein. Der ist noch nicht im Chat. Dessen Gitarre ist das. Nee, ich schreibe komm einfach rein in den Chat. Okay. Nee, meine ausnahmsweise nicht. Ich habe die ganze Zeit. Das, also kein Gefistet? Oh, schade. Dann würde ich tatsächlich auch die Aufnahme an der Stelle abschließen, wobei... Hör doch auf! Nee, es waren 2 Ones, das reicht noch nicht. Wir machen noch einen One mehr. Aber dann kann Flo und Spül können gleich mit in der nächsten Runde mit rein, dann wären wir 10 Leute. Ja, ja, nice. Irgendwer ist auch noch, ist auch noch im Wartescreen. Dani? Ja, scheiße, ja. Sorry. Alles gut. Ich denke, du kannst trotzdem, auch wenn wir mehr wären, kannst du, glaube ich, trotzdem auf 40 Sekunden erstmal lassen. Ja, ich glaube auch. Ey, die Map ist ja Wahnsinn, ey. Flo, siehst du den Code? Also, man kann sich ja so dumm und dämlich laufen auf der Map. Ja. Okay, muss ich jetzt nur noch ein bisschen lauter stellen? Du bist gerade recht leise. Ich komm gleich mal rein. So, ja, du kannst reinkommen. Und Spürk, du kannst, falls du es hörst, du kannst auch mit rein. Hallo. Hallo. In dem Among Us Organisation ist der Code als Bild ASXXMF. Okay, ja, I see. ASXXMF. Yes. Ey, Spulk! Der Code ist, ich sag das nicht schnell. ASXXMF. Ich bin Nordamerika-Server, das erklärt einiges. Ey, Spulk, ey, geil! Nimm mal Europa-Server, bitte, danke. Hallo Spulk, wer hat sich gerade so über Spulk gefreut? Das möchte ich auch nochmal erfahren. Na ich? So, perfekt, dann fehlt nur noch Flo. Jawoll! Yes, 10 out of 10. Sehr schön.
Im Post, lassen wir jetzt bei 40 Sekunden den Killdown oder machen wir jetzt wieder runter? Nee, 40 Sekunden passt. Okay. Müssen wir mit 10 Leuten spielen? Spielt man da immer noch mit 2 im Post dann? Oder? Ja, Preisobergrenze. Preis, das ist nicht so geil. Okay, verstehe. Imposter. Wenn es zu schwer wird für den Imposter, kann man einen mehr dazu geben. Let's go. Kein Sus lately. Dann machst du jetzt schon Start oder was? Ich mach Start. Achso, ja, sag das doch. Ich dachte, du machst Aufnahmen. Die Aufnahme läuft noch. Okay. So. Oh nein. Da nicht mal eine Einladung bekommen. Not again. Ja, ist aber echt so. Können voten. Kannst du mal bitte Flo vorstellen? Not again. Das ist zu bald. Ach, ich kenne die Map noch viel zu wenig. Ich habe gerade die paar Sachen da. Ja, die ist Wahnsinn. Also wir haben jetzt 2 Runden gespielt und ich glaube, du kennst sie auch nicht sehr viel weniger als ich. Scheibenhonig. So, mach dich weg. Schnell abhauen hier. Oh mein Gott. Oh nein, der hat jetzt ja gesehen, dass ich von da unten gekommen bin. Das ist nicht gut. Nehm einfach mit, wen ich kriegen kann. Ich nehme mit, wen ich kriegen kann, bis der erste Report kommt. Scheiß drauf. Weiß nicht, wie gut sich Spulk hier auskennt. Aber, ne, je mehr ich... Also, okay, scheiße. Hoch. Okay. Ich weiß... Das... Ja. Das sind Self-Report. Cihan und Nico. Cihan und Nico sind die Imposter, die haben die Keys gemacht. Nein, der andere Task. Wir haben Chart Kurs gemacht. Lass doch mal Ricardo nochmal ausführen, was er gerade sagen wollte. Vielleicht ist da ja doch was dran. Wie die oben am Anfang die Keys gemacht, also ja, nach oben gegangen falsch. Sind, obwohl das keine kommen. Das ist falsch, wir haben den Chart Kurs gemacht, die Keys sind rechts. Oh, okay. Ja gut. Chart-Kurs ist kein Kommentar, aber ist okay. Ich bin mir nicht sicher. Also ich erzähl mal, was ich gesehen habe. Ich bin zur O2 gegangen und habe da einen Task unten links und habe da einen Task gemacht. Also ich habe diese 4 Bars verstellt bei dem Baum und in dem Raum da drunter lag Termit. Mir kam am Anfang Conan aus der Richtung entgegen. Das ist nun aber schon eine Weile her gewesen. Ja, also ich war erst in Security. Hab da ein bisschen rumgeklickt, da habe ich auch den blauen gesehen, Rasierer ist es, glaube ich. Conan auch irgendwie Northeast oder so, aber das war schon wirklich am Anfang. Genau, also ich stand halt am Anfang neben Security und habe quasi diesen Download gemacht und dann kam mir Conan von unten entgegen und ist nach rechts weitergelaufen und sah, unten lag halt auch irgendwo die Leiche, aber das kann natürlich, wie gesagt, ich war halt auch die ganze Weile lang in einem anderen Raum. Ich also bin an dir vorbeigelaufen, als du in Electrical warst. Ich habe dich gesehen, genau, das weiß ich noch. Da habe ich unten, habe ich vorher noch diese Flaschen gefüllt in dem O2-Ding oder ich glaube, das ist sogar drunter. Genau, und in dem Raum, in dann dem bin Raum ich lag gelaufen und dann habe ich dich gesehen. Genau, und in dem Raum lag die Leiche. Aber ich möchte Spulk was fragen. Und zwar in dem neben Weapons, da ist ja so ein Flur zwischen Admin und Weapons, hatten wir so eine Task. Und ich stand da jetzt gerade kurz bevor der Report kam, du kamst runtergelaufen. Und kannst du mir sagen, wie man diese Task macht? Also ich habe sie wirklich nicht verstanden, aber wäre ja auch interessant. Wo meinst du? Ich meine zwischen Weapons und Admin, wenn du dir die Map anguckst. Ganz unten, also im Prinzip einfach... Kann man hier irgendwie Tab drücken für die Karte? Also ich habe wirklich seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt. Achso, du kannst dir im Discord, kannst du dir unter Among Us Spielinformation, kannst du dir die Maps sonst auch anschauen. Genau, das sind 3 Bilder. Die nutze ich jetzt ein bisschen, weil... Das ist so ein Ding, wo du du machst die Task an, dann ist so ein großes Feld und es leuchtet oben links und unten rechts leuchtet was und man muss irgendwas machen und ich habe es nicht gecheckt. Und ich glaube, Conan lügt. Weil du hast diese, deswegen frage ich das übrigens für die anderen auch. Ich stand da 10 Sekunden und hab's nicht gecheckt. Spul kam an und ist nach 2 Sekunden wieder weggelaufen. Und das war meiner Ansicht nach, wenn ich den Task nicht verstanden habe, kein Task, den man mal eben so machen kann. Ehrlich gesagt vertraue ich Conan, weil der sagen konnte, was für ein Task er gemacht hat. Aber. Aber kann Spul mir das vielleicht noch beantworten? Weil ich fand das schon ein bisschen suspicious. Ich finde das auch suspicious. Also meinst du jetzt diesen Labyrinth-Task? Oder diesen, genau, den Labyrinth-Task. Ja, da muss man doch diese Schalter umschalten. Also. Muss man die Schalter umschalten? Hä? Okay. Sorry, dass ich so viel darüber geredet habe, aber vielleicht ist es auch. Karten wurde gewartet. Ja. Nee, die meisten haben es gewartet. Eine kurze Frage noch: Wie habt ihr das mit dem Anzeigen, wer rausgewartet wurde,
Steht das da oder? Also, nee, ist raus. Oder nee. Nee. Okay, alles klar. Wieder anonym. Okay. So. Was ist das hier? Ah, das ist das Ding. Okay, da kann ich mich ab und zu mal hinstellen und so tun, als würde ich wichtige Dinge tun. Okay, dann sehe ich aber auch unter mir Admin ist... Ach nee, das bin ich. Ah, Büro ist einer. Da kann man so ein bisschen gucken, ob man irgendwo jemanden in Ruhe finden könnte. Na, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ist das hier jetzt... Ah nein, das ist die Kontaminierung. Da will ich... Wobei... Ja, egal. Wir haben ja eh Kill-Dings-Cooldown. Das heißt, eigentlich kann man hier in Ruhe... Ich könnte jetzt... Aber das ist eigentlich ungünstig, Flo hinterher zu rennen in dem Fall. Ah, verflucht. Nein, ich tue euch nix. Geht der Quatsch jetzt da auf? Ah, okay, so geht der Quatsch auf. Okay, Rasierer war schneller. Wow. Flo, wieder. Wo? Also die Leiche liegt in Weapons, glaube ich, ist das, oder? Admin? Nee, Admin, nee, Admin ist, ganz links. Ich war da vor 10 Sekunden erst in Admin. Ich bin nicht doch in Genau, das ist in Admin. Wir sind gerade aus dem Kontaminierungsding rausgegangen und da lag die Leiche. Also wir sind gleichzeitig in dem Kontaminierungsding gewesen. Quasi eher abseits? Ist die irgendwie... Also, nee, eigentlich nicht. Also, die liegt da einfach rum. Links, also ja. Da beim Lüftungsschacht. Spulk hat sich schon sehr suspicious verhalten. Vor allem also bin ich ja auch mit Fight und noch mit Fight in Specimen gegangen von Admin aus und Spulk wollte da irgendwie auch erst hin und ist dann doch nicht rein und keine Ahnung. Ja, ich hatte auch Lux in der Nähe gesehen, glaube ich, aber ich glaube, der kam von rechts, also der kam nicht aus Admin, glaube ich. Lux war vor kurz vorher, genau, kurz bevor der Report kam, war ja relativ nördlich in der Map, ja. So Northwest, von der, wo der Camera Zone, die Camera Zone ist. Ja. Aber Dani kam südlich und das macht mich okay. Vielleicht ja, kann er aus Admin gekommen sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann euch sagen, was ich gemacht habe. Ich bin runtergegangen, nachdem ich eben Spulk da angelabert habe, ohne Ende, habe versucht, diesen Labyrinth-Task zu machen und ich habe ihn immer noch nicht gemacht, weil ich keine Ahnung habe, wie er funktioniert. Also können wir gar nicht mehr. Wer gewinnen. Hat jetzt gerade auf eigentlich... den Start und zieht das Ding bis zum Ende quasi. Also aber so da interagiert nichts. Ach, so eine Scheiße. Aber ich muss das durchziehen. Nico, du bist doch auch gerade von links gekommen. Ausrichtung okay, Admin, ja, aber genau, ich bin da mit da die Leiche schon dort? Nein, kann ja nicht, ja, ist ja Quatsch. Nee, war sie nicht, da waren so viele, da war auch noch Fight und wir sind ja, zusammen ja. In Specimen rein. Ja, richtig. Ich bin ein bisschen... Ich würde sagen... Weg. Also ich würde sagen Spulk von denen, die jetzt... vor 10 Sekunden in Admin, hab da irgendwie gesehen, dass eine O2 irgendwie 3 oben rechts waren. Das kann aber nicht sein. Aber denken die sich jetzt selbst? Das kann nicht sein. Rasierer ist uns Spulk entgegengekommen? Ja. Ich war locker 15 Sekunden vor genau. Ende der Runde bei Vitals und da war Flo schon tot. Also wenn du 10 Sekunden vor Ende der Runde noch bei Admin warst, dann warst du es da, weil da muss er da schon gelegen haben. Was ist denn der letzte Task, den du gemacht hast, Volk? Ich glaube, ich würde es... Ich weiß nicht. Also Nico, Veit und Rasierer sind so ein Grüppchen gewesen am Anfang. Und Cehan habe ich alleine gesehen, Con habe ich überhaupt nicht gesehen, Daniel habe ich alleine gesehen. Also ich würde eher schon sagen, dass es einer von den Einzelgängern ist. Ich irre ich einfach, nicht, wie ein Vollidiot durch diese riesige Map ist. In dem Poster jetzt in diesem Fight Rasierer Nico Grüppchen sich befindet, weil das wäre schlau. Nochmal meine Frage, wer hat jetzt eben nochmal behauptet, dass er gerade zuletzt in Admin war? Ich war kurz vor der Ansage in Admin. Bin denn also Spulk. Du bist Spulk, das, okay. Ja, also es und in, und in, und in Admin Spulk. Und in Admin lag die Leiche. Also genau. Die Leiche lag in Admin, okay. Genau. Die haben wir relativ gleichzeitig gesehen. Ich wollte reporten und dann hat Resere schon reportet. Und Spulk okay, dann vote ich für Spulk. So. Ja. Weil, wie gesagt, Flo war schon eine Weile tot und wenn er kurz vor Ende der Runde noch in Admin war, dann muss er ihn gesehen haben. Ja. Massen. Dann. Also, es war jetzt. Wir werden es ja gar nicht erfahren, ob er es ist. Also, es ist Anonymous, ja. Na dann. Ja, jetzt bin ich alleine, ne? So schnell kann das gehen. Also, da habe ich keine Chance, jetzt hier irgendwas zu reißen. Da sehe ich mich jetzt nicht unbedingt da drin. Ich kann.
werde mal die Vents ausprobieren, ob ich mich da auskenne. Ach wow, so funktioniert der Task. Alter, fickt euch doch. Ach Dani. Was machst du denn für Sachen? Macht ihr den hier? Das Xehanort, das ist jetzt ungünstig. Ach, die geht einfach so. Ich dachte, das ist so ein Kontaminierungsding. Das geht nicht einfach so. Was weiß denn ich? Was weiß denn ich? Jetzt geht's. Jetzt funktioniert es ohne auf Use zu klingen. Jetzt geht die auch so. Ich. Okay, die geht einfach so auf. Ist irgendwo jemand alleine? Communication ist jemand alleine. Vielleicht. Vielleicht sehe ich aber auch jemanden auf dem Weg. Das wäre nicht so cool. Ah, wo geht's denn hier? Mensch, ich laufe halt wirklich wie ein Idiot. Das ist ja nicht mal gespielt. Ich laufe ja wirklich wie ein Depp hier rum. Jetzt ist garantiert niemand mehr hier drin. Never ever. Geh mal auch zu den Kameras. Ich will mal Kameras gucken. Ich kann sagen, ich habe meine Tasks gemacht. Scheiße, wir verlieren schon allein durch Tasks, ey. Komm, wir machen mal hier. Kann ich nicht. Ach, Licht aus. So. Self-Report. Ich. Oh mein Gott. Also, Dani ist auf jeden Fall clear. Ich war bis zum. Also am Ende. Mit ihm und der hat niemanden getötet. Ja, wir haben uns irgendwie dreimal gesehen, ne? Ja. Ich war gerade noch. Nicht cool. Das ist egal. Ich war gerade noch bei Vitals, also vor 10 Sekunden oder so, und da war er noch keiner neu tot, also muss das sehr recent gewesen sein, der Kill. Und ich war nicht mit Task schon fertig, ich habe da nur bei Admin rumgehangen und geguckt, wo Leute so sind. Okay. Können wir, blöde Frage, können wir nicht einfach skippen und Nein. Tasks machen? Nein, weil wenn die jetzt zwei töten, haben wir jetzt, ja, okay, so, dann sind okay. Sind wir angenommen Spulk war jetzt kein Imposter. Achso, okay, stimmt. Dann geht's nicht. Wenn Spulk Imposter war, dann könnten wir skippen. Aber ja, okay, und das wissen wir natürlich nicht. Ja. So ist es sind aber zwei gestorben. Ich würde sagen, es war eine lange Runde, es könnte auch zwei... Es ist nur Xehan gestorben. Xehan gestorben, ja. Spulk hatten wir rausgewählt. Hey, wer war denn jetzt alles in Electrical und hat Lichter gefixt? Ich war auf dem Weg dahin. Ich wollte auch gerade hingehen und dann lag der da an der Tür. Ich war auch auf dem Weg. Ich war gar nicht da. Wer war gerade in Contamination unten gewesen? Also von Specimen? Da war ich von Specimen nach Admin, glaube ich. Ja. Also ich habe alle meine Tasks. Ja, habe ich dich gesehen, ja. Also Rasira, wo lag die Leiche jetzt nochmal genau? Die lag im Eingang zu Electrical. Und ja. Ich habe die Tür aufgemacht, beziehungsweise sie ging auf und habe da Conan gesehen. Dann ist aber er hat die Leiche nicht reported. Behauptet jemand anderes ein Specimen gewesen zu sein, weil wenn nicht, dann ist Fight 100% safe hier von dem Kill. Ja, das macht schon Sinn. Weil da kann er nicht so schnell in Electrical gewesen sein. Also Fight ist safe, Dani finde ich safe. Kann jetzt Nico, Rasira oder Conan sein. Ich glaube nicht, dass ein Self-Report ist. Es muss Conan sein. Nico und Rasira haben sich doch gedeckt letzte Runde, oder? Nee, Conan und Rasira haben sich gedeckt. Nee, Nico, Freund oder? Und Rasira waren am Anfang der... Achso, nicht stimmt. Doch, du hast recht. Ja. Das müsste dann Conan... Oder wir können skippen. Wir können auch skippen. Wir können einfach Conan rauswählen. Ja, Conan rauswählen. Conan, was hast du für eine Verteidigung zu sagen? Ich wollte das Licht fixen. Ich hab's nicht gefixt. Ich wollte das Licht fixen. Aber du warst dort, ja? Weil ich nicht und du warst schon wieder so. Also es muss jemand gewesen sein, der jetzt innerhalb der letzten 10 Sekunden dort war, weil vorher war auf Vitals noch alles clear. Wenn das, also no front, Nico, aber wenn das stimmt, was du sagst, und ich vertraue dir da irgendwie schon. Ja, lass doch Conan wählen. Der ist sowieso so still die ganze Zeit. Ja, das. Könnten jetzt auch die zwei Wer wollte jetzt Conan wählen? Dani und? Und ja, Ricardo, ja. Wäre ich auch dafür. Auf den Conan. Hast keine Lust mehr, nachdem Spulk rausgevotet wurde. Ja, wenn wir nochmal Conan unschuldig rausvoten, dann. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock. Stimmt. Nein, ich habe tatsächlich keine Lust. B
bisschen so ein der Kampf. Blöder Geist. Kill, ey. Dann läuft mir direkt das Tier da. Ja, ich hab doch keine Ahnung. Das Problem. Das Schlechte für mich war, dass Masira und ich waren zusammen unterwegs vorher. Deswegen. Ja. Gewonnen! Genau. Wir waren zusammen. Appläuse. Ja. Wir standen zusammen an den Kameras. Ja, geflohen übrigens schon wieder, weißt du, bist ja hier irgendwie 2 Minuten drin und wirst schon wieder gekillt. Es ist so schwierig als Imposter, sich nicht sass zu verhalten, aber gleichzeitig, wenn es gegen Spöken Verdacht ist, dann nicht so zu tun, als ob man Spöken heißt das, dächtig. Ja, als ob aber ich habe mal gesehen, dass man als Imposter auch verlieren kann, ja, also es ist nicht natürlich so unfair. Wie 3 Minuten Absprache sind doch brutal lang, jetzt noch nie so mit so einer langen Beratungszeit. Ey, Conan, geiler Kill. Ich fand's lustig. Okay. Ich finde es gut, die lange Besprechzeit, dann haben wir wenigstens ein bisschen. Aber ich war tatsächlich zu langsam im Reporten. Ich wollte nämlich reporten und dann kam Rasier und hat reporten und habe ich gedacht, scheiße. Immer wenn der Rasierer sagt, denke ich an Rasier. 9 von 10. Das matcht jetzt oder One is missing. Dani schon wieder. Flo, oder? Nee, Dani. Nee, Dani. Ja, Dani. Ja, ich habe eine Frage. Ja. Wie lange ist denn geplant aufzunehmen? So lang im Prinzip. Sechs Stunden möchte. Ungefähr. Achso, alles klar. Ja, 6 Stunden. Okay, letztes Mal. Also, ich mache immer so circa Stundenparts und letztes Mal haben wir halt 5 Parts aufgenommen. Oh, nicht schlecht. Ah. Also, 5 Stunden lang sitzen, hammergeil. Das Geile ist ja, mir ist mir aufgefallen, dass ich eine fucking Zecke hatte. Ricardo! Die ganze Zeit. Wahnsinn. Erik, du weißt, was ich geil fand? Ich glaube, konnte nicht. Das fand ich super. Da hab ich. Ich wollte mich gerne muten, aber es ging leider nicht. Ich hätte gerne geklatscht. Ich hätte gerne geklatscht, weil das einfach eine gute Aussage ist. Unabhängig davon, dass er mich gekillt hat. Ich fand's einfach. Ach, stimmt, ich habe ja. Richtig, der erste Kill war ja sogar ich. Ach, richtig. Das war's wirklich du? Das war tatsächlich ich. Und das war die einzige Task, die ich davor gemacht habe, deswegen konnte ich die beschreiben. Die einzige Task, die ich in dem Besatzer-Ding gesehen habe. Hoffentlich kriege ich eine Runde direkt, wo ich mal diese Task. Also ihr könnt mich ganz einfach als Imposter identifizieren, wenn ich die Tasks nicht mehr... Nein, das nicht, weil es kann ja sein, dass ich sie trotzdem noch nicht weiß. Ich muss jetzt echt schauen, dass ich mal Tasks lerne, ey. Ja. Ja, eins von Dani weiß ich jetzt ja schon, so komisch. Ja, normalerweise gibst du die Aufgaben nur auf, deswegen bist du natürlich ein bisschen... Das war übrigens nicht so cool, tut mir leid, dass ich da so rumgebrüllt habe, als ich den Task geschafft habe, weil das ja irgendwie so, weiß ich nicht. Du hast gebrüllt? Oh, ich verzeihe dir. Oh, danke. Ja, er hat einfach mit 3:8 jetzt Thema. Wäre halt, das wäre halt echt witzig gewesen, wenn das Fake gewesen wäre. Ja, stimmt. Hab's dann ausgedacht, aber es war dann irgendwie... Das wäre... Es war es halt nicht und dadurch war es irgendwie erst recht uncool. Okay, ich starte die nächste Runde. Ja... Ey, Spulk, ey. Und mute mich. So. Bitte Besatzung. Ich komme als Imposter noch überhaupt nicht. Danke. Hier zurecht. Ab dafür. Tasks machen. Okay, Labor ist eine. Ich muss jetzt echt ganz schnell Tasks lernen, dass ich die beschreiben kann. Ey, das ist ja insane. Status bad. Ja, wat? Ah, okay, ich muss die wegklicken. Got it. Habe ich gelernt. Wo ist die nächste? Ah, die kenne ich sogar, die mit dem Fernglas kenne ich sogar. Oh nein, das ist die... Hä? Oh, das ging ja schnell. Achso, nee, okay. Nee, never mind. Das ging schnell, aber ich war es nicht. So. So. Ja, hello, is this thing on? Ja, okay. Ich habe gerade jemanden gekillt im Office. Okay. Nein, ich habe versprochen. Ich habe natürlich jemanden entdeckt im Office. Ja. Ja, keine Ahnung. Also Office. Ich glaube, Conan ist hier. So. Was? Warte mal, ins Office kommt man doch nur, wenn man schon mal die ganze Map runterläuft. Ja, also, das steht Office. Also ganz am Anfang nach links. So. Das wäre natürlich am Anfang nach links ist Elektrik. Bevor das Conan ist hier. Da, wo Conan war, vor dem zusammen. Hey, jetzt Moment mal. Ich bin gerade von unten links da rein und dann Richtung Vitals da gegangen, weil ich dann einen Download-Task habe und ich habe weder dich noch ich habe weder Rot noch Spulk in Office gesehen. Ja. Rob, ihr lügt. Das ist mir entgegengekommen. Das wäre natürlich ein harter Claim, jetzt erst so zu tun. Ich habe ihn gekühlt. Ich glaube, er ist gehört, weil gekühlt. Office ist auch im Süden der Map und nicht im Westen. Ich glaube, er meint da nicht was anderes.
Wir waren, also ja, meinst du wirklich war am Anfang gehst du nach unten, dann nach links, das meinte ich. Ich war nur verwirrt, weil aber unten auf meinem okay. am Anfang ja, auf meinem Bildschirm unten stand Office, deswegen war ich verwirrt. Ach so. Ach du, also oben da wo das kurz, da wo das kurz bevor du in den Lichtraum gehst. Ach so, da oben. Ah, okay. Okay, ja, das, so, kann, okay. Sein, das kann sein. Ach so, ja, weil, okay, also ja. Nicht Office, sondern ganz woanders, okay. Also wo ist es? Wo ist es jetzt genau? Wo ist es dann jetzt doch genau? In dem Nordwestbereich von der Kamera da oder was? In dem Northwest-Bereich, ja. Wer kam mir aus dem Office entgegen? Ganz zum Ende, so 3 Sekunden bevor es reported wurde. Es waren 2, glaube ich. Ich habe da gerade einen Task gemacht. Wer war das? Im Office. Also ich war auch da in der Nähe, aber nicht in Office. Aus dem Office. Nein, Office, ihr seid aus dem Office an Admin vorbei und dann rechts hoch. Die beiden können schon mal nicht gewesen sein, weil ich habe Task gemacht. Ja, na, einer von denen war ich. Und ich ja, hab doch 2 Leute gesehen, die irgendwie Northeast oder Laboratory oder so da oben auch. Ja, das waren Conan und ich. Ja, stimmt, genau. Stimmt, dich habe ich gesehen, ja. Okay. Ich war auch Laboratory. Ich habe kurz, wer war denn da links? Dani gesehen und kurz. Wir waren da links. Ja. Ich weiß aber nicht. Ja, wer war da, wen kann man denn ausschließen? Wer war denn alles links? Links oben war es doch, oder nicht? Ich war rechts. Links war es. Also ja, Conan, Xehan, Lux, beziehungsweise Ricky war auch rechts. Wir waren alle rechts, ja. Flo hat noch alle rechts. Dani, du meinst, warst auch rechts. Ich bin runter, da bin ich am Lager rechts vorbei und hab dann da 2 Tasks gemacht, ja. Unten in der Nähe vom Büro. Was für Tasks? Das eine war, wo man so eine Temperatur einstellen muss und dann bin ich runter links zu einer anderen Task. Ja, okay. Was ist mit Fight? Wo war Fight? Und für wen hast du gestimmt? Ich war jetzt gerade mit 2 anderen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Ja, ich habe jetzt Robju gewählt, aber votet. Das war ein Fehler. Ich wollte Fight, einfach aus Gefühl. Ich dachte, dass der jetzt in den Süden gegangen ist, aber der ist wahrscheinlich nicht. Skip! Okay. Ricky hat. Okay, und Robju hat einfach sowieso Conan gewotet, einfach so. So, vielleicht lernen wir jetzt noch mehr Tasks. Wollte ja gerade an die da oben rangehen, hat leider nicht funktioniert. Gehen wir nochmal zu der da oben hin. Ah, wait! Ich habe hier oben am Anfang habe ich sogar eine. Geh ich doch fix mal dahin. Ja, das Licht machen wir gleich. Was muss ich hier. Ach, das ist so, das Ding gibt's hier auch. Okay, good to know. Das kann ich. So, jetzt mache ich Licht. Wird bei Licht wieder eine Leiche, dann bin ich wieder der Depp. So sieht's aus. Nee, so sieht's nicht aus. Okay. Oh, alle haben. Okay, alle haben gedingst. Okay, ich hatte gerade ein bisschen Schiss von Nico, wenn der mir so hinterherläuft, aber der hat nichts getan. So. Kriege ich jetzt endlich mal hier diesen Dings hin? Muss es ja nur starten, weil danach ist ja. Danach geht man ja erstmal 3 Jahre lang weg. Na, das ist ja das Ding. Hey, wo will ich denn hin? Oh, Robju gefällt mir überhaupt nicht. Der war mir gerade ganz schön suspicious unterwegs, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Das war vielleicht wirklich ein Selfie-Port. Und wenn da jetzt nämlich eine Leiche ist, wenn da drüben jetzt Nico liegt, dann war es Robju. Ich calle, dann war es Robju. Dang it. Ey, nein, Dani! Okay, Conan, alles klar. Okay, Dani das ist tot. Mich jetzt. Nee. Wo war das denn? Wo hast du ihn gefunden? Hört ihr mich? Ja. Entschuldigung. Herr Moment, 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 Moment. Ich muss gerade mal gucken auf der Karte, wie das hier heißt. Unten irgendein Ausgang. Was? Und, unten Ausgang? Ja, Moment. Wo ist mein Discord? Da. Ausgang Southwest. Da liegt er. Southwest? Ah, da unten. Southwest. Unter ja. O2, unter das, O2. Das, ja, das genau. Also ich hatte, wo die Lichter weite mal ausgegangen sind, hatte ich Dani auch noch gesehen gehabt, wie er da in die Richtung geht. Und ich ja, war dann nämlich nach oben. Ich war nach oben rechts gegangen, da hatten mich Conan und Rasira am Ende gesehen. Ich habe auch Dani und Flo habe ich unten in Weapons gesehen und Dani ist dann raus und in die Richtung gegangen. Und Flo war also, da noch drin. Genau. Den einzigen, den ich hier in der Nähe jetzt noch hab rumlaufen sehen, war Conan. Ja, ich habe Conan also, hat da unten überhaupt nicht. Conan hat die Lights gemacht. Ich hab dich zuletzt gesehen.
als ich auf dem Weg darunter. Ich weiß nicht, ob du von dem, von da, wo du jetzt warst, da hättest hochlaufen können. Nein, ich war bei Laboratory, da hatte ich noch, da war ich noch Robju, bin ich da begegnet. Ich weiß nicht, wer da. Und Nico war da auch noch. Nee, und Veit, ich war auch, da auch noch. Du bist doch mit Rasierer zusammengegangen. Dann bin ich rüber zu Electrical, um Licht zu machen. Da waren aber schon ganz viele andere. Ich habe keine Ahnung wer, weiß ich mir nicht. Ich glaube, Xehanort war mit dabei. Ich meine, Xehanort war mit dabei. Ich war auch bei Electrical. Nee, ich war tatsächlich nicht da. Ah, okay. Rasierer also Und beim ersten Mal Licht ausmachen war ich da, da war ich auch der Erste da und beim zweiten Mal bin ich nicht mehr hingegangen, weil ich nur einen Task hatte. Ach, dann war es vom ersten Mal, wo ich jetzt gedacht habe, okay. Jedenfalls waren da ganz viele Leute und dann wollte ich wieder zur Laboratory zurück und ich glaube, dann kam der Report, weil ich nämlich da dieses Minutending habe. Ja, Flo, wo bist du hin nach Weapons? Communications, da habe ich dann die Daten hochgeladen, glaube ich. Und dann wollte ich das, dann war das Licht noch dunkel, dann bin ich zu Licht, weil ich habe den Weg zu diesem O2... Ich habe diesen Weg zu diesem O2 nicht gefunden. Muss ich da runterlaufen. Ich war jetzt gerade im O2, wollte hier den Task machen. Okay. Fühle ich den Weg. Mir ist Dani entgegengekommen. Wen habe ich noch gesehen? Ich habe noch zwei gesehen bei Electronic. Die können auch mich runtergekommen sein. Mich und Conan. Ja. Also ich habe dich auch gesehen, Flo. Ich bin dann oben rein. Ja. Da. Deshalb, das kann ich kontrollieren. Sehen, dass Flo oben rein ist, ja? Okay, gut, dann macht das Flo nicht sass. Also nicht wirklich saß. Ja. Dann muss es jemand anderes gewesen sein. Ich habe schon mal wieder Skip gewotet. Wir sind noch acht und zwei ist Imposter. Also ich habe jetzt wieder Skip gewotet, weil es sind zu wenige Informationen meiner Ansicht. Ja. Also ich würde sagen, würden wir jetzt den falschen auswählen, dann. Dann würde uns das nur schaden. Ja, das wäre kritisch. Am besten mal weiter ein bisschen in Beobachtung halten, damit wir nicht irgendwie überrascht werden über von vielen Kills. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall jetzt rennen muss. Das mache ich immer, wenn ich da bin, aber auf Vitals. Ich habe vergessen, Connor zu voten. Ups. Irgendwer ist geleftet. Ja. Jemand den Rock. Elvis has left the building. So. So, dann können wir jetzt die Minuten-Dings zu Ende machen. Wait, geht's hier richtig? Ja, hier geht's rein. Mein Gott. Ist das alles verrückt hier. So. Da sind wir zu Hause. Ach, er hört halt auf. Er ist falsch. So. Stabilisatoren zurücksetzen. Na, dann machen wir das doch fix. Hä? Ach, da ist ein Zaun. Alter, das ist einfach ein scheiß Zaun. Ich bin so bescheuert. So, O2-Baumkontrolle. Okay, ich weiß, wo O2 ist. Es ist so traurig. Ach, hier ist auch was. Habe ich jetzt immer noch O2-Baum? Ich habe immer noch O2-Baumkontrolle. Ah, das ist das hier. Hä? Ah, okay. Die schiebe ich hier hin. Büro-Bordkarte scannen. Das ist mein letzter Task. Nice. Ach, die Türen sind zu, wenn Electrical rumspinnt, oder was? Geh schon wieder zu diesem scheiß Electrical. Ist die auch zu? Jetzt ist die auch zu. Das ergibt natürlich Sinn. So, ich will jetzt meinen letzten Task machen. Dann gewinnen wir nämlich über die Tasks. Easy. Ist die auch. Okay. Wie viel? Okay, ich darf meinen letzten Task noch nicht machen. Aber wir gewinnen über die Tasks. Scheiße. Das ist gut. Ich hab keine Ahnung, wen ich jetzt da reported hab. Du hast ich auch nicht. Nee, du warst letztes Mal rot, glaube ich. Ich hab den Report-Button auch gesehen, aber ich habe keine Leiche gesehen. Wo war der denn? Ja, das ist auch mein Problem. Deswegen, ich habe einfach mal reportet. Also, da, wo wir gerade langgelaufen sind. Also, ich war gerade mit Conan und Flo zusammen und ich glaube, Fight kam gerade von links und da leuchtete ein Report-Button auf. Da lag aber nirgends eine Leiche. Ich glaube, das ist über Weapons. Kann das sein? Ja. Ja. Also Leiche habe ich keine gesehen. Genau, also vielleicht lag der in Weapons oder so und der Report-Button ist nur aufgetaucht, weil er irgendwie genau am Rand lag oder so. Und ihr kamt alle von oben? Also Conan, Flo und Sean. Wir kamen von oben. Wir kamen von Lights.
Ne, dann kann es ja nur Rasierer sein, weil ich war nämlich in Laboratory. Ja, und bin dann. Sie wissen aber noch Counter nicht, wie lange sein, der schon tot ist, aber wann hat ihn denn das letzte Mal jemand lebend gesehen? Ich habe ihn in Laboratory noch gesehen, aber ich habe dann da Task gemacht und er ist raus und das war auch schon bestimmt eine halbe Minute her. Ich habe ihn vorhin noch für Imposter gehalten, ich bin auch lost, echt. Also okay. Ich war mit... Wenn er meine Aufnahme anschaut, denkt er auch, ich bin bescheuert. Im Specimen ja. Und Laboratory und dann also, war er weg und... Sorry, Robju. Also ich glaube, persönlich glaube ich, dass es jetzt Fight ist. Der eine jedenfalls. Also ich vertraue Conan und ich vertraue Flo noch nicht. Das sind so meine Tales bisher. Aber wenn Flo weiß jetzt nicht, warum Flo einfach auf Fight geht, nur weil er zweimal reportet hat. Ja, sehe ich auch nicht. Was ist mit Rasierer? Weil bisher, das schon etwas bisher waren alle irgendwie immer, weil strange. Bisher alle irgendwie immer irgendwie jemanden decken konnten und wir waren zusammen jetzt okay. Da oben und so, aber Fight war immer irgendwie alleine und dann findet er eine genau. Leiche. Aber das ja. Denken ist eigentlich nur Zufall, weil wir halt gerade zu Electrical ins Licht gehen machen. Keine Ahnung. Okay, Rasierer, wo warst du? Also ich war zuerst in Specimen, hab da diese Task gemacht, wo man diese Steine und den Skelett da einsortieren musste in die Tiefkühlbox. Ja. Dann bin ich rausgegangen zu den Vitals und dann wollte ich zum Licht und dann wurde reported. Okay. Also bist du da in der Nähe Weapons auch gewesen? Hm. Nee, aber da war ich tatsächlich gar nicht. Ich bin rechts komplett geblieben in der Runde. Also, wenn du von rechts gemacht hast, also. Bist, naja, gut. Achso, du bist rechts rumgegangen, ja. Ich finde es etwas ungünstig, wenn man andere verdächtigt, ohne dass man wirklich was nachweisen kann. Ich spiele die Map jetzt zum ersten Mal und ich kann euch sagen, dass ich zwei O2-Container gemacht habe, falls mich das weniger verdächtig macht. Hätte ich ja sonst. Das war auch meine Ausrede vorhin als Imposter. Also, ich weiß es nicht. Also, wir müssen also, aber voten, weil wir sechs sind. Ja, dann wir müssen auf jeden Fall. Vielleicht voten. Wirklich Fight, wenn ihr. Warum? Ich bin. Ich bin noch. Oder Nico, weiß irgendwer, was Nico gemacht hat? Ich meine, ja. Nee, der Letzte, der mich oben rechts gesehen hat, war, glaube ich, Flo, der hat mich beschuldigt. Aber ich bin dann von dem gekommen. Ich mit, I'm sorry. Flo, ja? Okay. Das ist, oh shit, das ist jetzt halt wilderweise die Mehrheit geworden. Es tut mir leid, Flo, wenn es nicht. Offensichtlich. Ja, okay. Schauen wir mal. Oh Gott, genau, das war sicherlich falsch. Ich fand Nico jetzt mehr Passwort, der wirklich gar nichts gesagt hat, aber okay. Das war safe falsch. So, ich will meinen letzten Dings noch machen. Der ist doch nur noch warte, hier. Warte, war ich muted? Hier. Ich hab die ganze Zeit geredet. Das kann sein. Was ist das? Wie geht das? Aha! Okay, das war der letzte. Ich hab alle Tasks, ich bin fertig. Ich kann jetzt nicht reparieren. Passt so aus. Zack, 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 zack. Wie oft ich schon dieses dumme Licht repariert habe. Ich mal ein bisschen hier gucken. Fuck! Scheiße, ich war gerade auf dem Weg zum Knopf. Sorry, Flo. Ich wusste es. Ihr hättet immer auf mich gehört. Ich wusste, dass es Rasierer und Feinde. Scheiße, ich war zwei Minuten. Wir werden über Task gewinnen. Ich wusste es, aber mich raus. Ah, ne? Danke. Sorry, war ich wirklich gemutet? War ich wirklich Ja, warst du. Nein. Man hat dich nicht gehört. Hä? Aber Conan, ich nehme die Entschuldigung an. Man hat dich während der Diskussion, bis Flo geflogen ist, hat man dich gehört, Nico. Okay, Flogen. Gut. Ich habe gesagt, dass ich... Also ich habe ja gedacht, das wäre Rasierer und Fight. Also ich habe Nico nicht gehört. Vielleicht war es ja bei mir. Nee, warte mal. So. Nee, Nico war nicht gemutet, habe ich schon gehört, was er gesagt hat. Hast du zum Schluss das mit Rasierer auch nochmal gesagt? Dann? Ja. Nee, ich habe zum Schluss Fight gesagt, aber ich fand Rasierer war ja der Einzige war, der irgendwie nicht dort. Rasierer hat sich richtig schlau rausgeredet. Ich hatte, das Ding ist halt am Ende, also das war saugeil, dass einer von euch hatte alle Türen zugemacht. Und das war der Grund, warum ich nicht mehr rechtzeitig zum Knopf gekommen bin, weil ich hatte auf den Kameras gesehen, wie Fight ewig rumstand und dann waren die Lichter aus und alle Kameras waren aus. Alle Türen waren zu. Ja, ich hab mal eben schnell alle zugemacht. Das muss aber jetzt nicht heißen, wenn ich ewig rumstehe. Ich stehe auch ewig rum, wenn ich keinen. Ja, aber das war schon wieder so offensichtlich. Du standest rum und in dem Moment, als du wieder losgegangen bist, war das Licht aus. Also das war schon wieder fast zu gut. Ich hab dich durchschaut, ne? Ja, aber da war ich nicht mehr. Da kam ich nicht mehr schnell genug zum Knopf, weil halt die ganzen Türen zu waren. Und am Ende hattest du mich dann abgefangen. Wenn Flo da mit dabei war, hättet ihr euch mal vertrauen sollen. Und wer hat denn Flo gerade eigentlich gesagt? War das nicht Conan?
Also Flo vorgeschlagen. Ich habe so also gesagt, weil der so komisch, weil der so ein bisschen komisch rumgelaufen ist. Der war auch halt nicht die ganze Zeit bei uns. Gut, okay, ja. Ach Mann. Aber Full Front an euch, auf Conan eher zu hören als auf Flo. Selber schuld. Ich habe halt am Anfang Counter erwähnt. Conan habe ich halt vertraut, weil der war öfters bei mir und ich habe den auch wirklich Tasks machen sehen. Also das sah nicht direkt aus. Ich bin auch froh, dass ich endlich jetzt ein paar Tasks kenne. Jetzt kann ich endlich als Imposter besser ausreden. Ja, jetzt geht's so langsam wieder los. Und bei Flo wusste ich es halt nicht, weil wie gesagt, die hatte ich halt nicht die ganze Zeit gesehen. Ja, shit be happening, würde ich doch sagen. Haben wir eigentlich. Oh ja, wir haben Visual Tasks an, ne? Das heißt, wenn jemand diesen Matbay-Scan macht oben rechts, dann kann man das sehen, ja. Wenn das da so grün um einen rum leuchtet. Das war das, was du vorhin gemacht hast, Nico, oder? Da bin ich. Das ist doch das Ding von diesem Matbay-Scan, oder? Dran vorbeigelaufen. Ja. Aber der Matbay-Scan ist sowieso auch ein Tell, also selbst wenn der nicht visual ist, weil wenn du den auch hast und du quasi dahin gehst, während den einer macht, dann kannst du quasi auch drauf drücken und dann landest du in so einer Warteschlange. Und daran siehst du, okay, der Typ, der jetzt draufsteht, ist auf jeden Fall der Innocent. Ja, okay. Es ist oben rechts in Lab, also daran sieht man wirklich, wenn du da einen siehst und das leuchtet grün um den rum und aber so, haben dann wir noch ist sowas der wirklich wie irgendwie Müll, also quasi so Müll aus dem Lüftungsschacht werfen? Ja, den Task gibt's ja, doch. Ja, einen der ist unten, der ich weiß unten aber nicht, links. Ob man den sieht, also es gibt bei Dings, bei dem Baum. Ich glaube, den siehst du nicht. Ist so ein Müll. Sehr witzig, war's. Ich habe das letzte Mal gar nicht gecheckt, dass man das dann checken kann, also dass es Visual Task, dass es sowas überhaupt gibt. Okay, ja, wir haben, glaube ich, nice to know, wa? Ja. Okay, also da weißt du wirklich, wenn du jemanden siehst, der das macht, dann weißt du... starten. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, dann macht das doch. Deswegen an der Stelle danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es ist... Oh, das war die Aufnahme. ...bisherigen Folgen unterhaltsam und bis zum nächsten Part. Jo, wasch. Tschüss. Wasch. Ciao.